Mundstaub. Das wird jetzt ein Wahnsinnsversuch. Wir wollen Mondziegel backen, und zwar mit Hilfe der Sonne. Also alles andere als ein gewöhnlicher Ziegelstein. Denn dieses Gesteinspulver entspricht dem, was man auf dem Mond findet, Regolith. Wir beschäftigen uns heute hier in Köln beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit der spannenden Frage, wie können wir den Mond besiedeln, also dort Gebäude bauen und zum Beispiel uns ernähren. Also, fahr ab! Aber nicht nur in Köln arbeitet man an der Rückkehr zum Mond. Alle großen Raumfahrtagenturen wollen mit einer ständigen Mondstation an den Erfolg der Apollo-Missionen der 60er Jahre anknüpfen. 1969 saß er noch im Kontrollzentrum. Als am 16. Juli die Welt den Atem anhielt, fieberte er mit. Eine historische Mission. Sie trägt den Namen Apollo 11. Die Astronauten Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Buzz Aldrin haben ein für den Menschen bis dahin unerreichtes Ziel, den Mond. Fünf Tage später, am frühen Morgen des 21. Juli, spricht Neil Armstrong einen für immer unvergessenen Satz. As one small step for man, one giant leap for mankind. Insgesamt verbringen Armstrong und Aldrin 2,5 Stunden auf der lunaren Oberfläche. Sie nehmen Bodenproben und stellen die amerikanische Flagge auf. Live beobachtet von 600 Millionen Menschen. Die erste Mondlandung gelingt. Und drei Jahre danach bekommt auch Charlie Duke seinen eigenen Eintrag in den Geschichtsbüchern der Raumfahrt. John Young und ich waren bei der fünften Mission zum Mond im April 1972 dabei. Und ich war der 10. Mensch, der jemals den Mond betrat. Als wir landeten, war ich so enthusiastisch. Wir hatten unsere Helme auf und den Raumanzug an. Ich schrie nur, Houston, Old Orion ist endlich hier. Fantastisch. Houston, Old Orion is finally here, Houston. Fantastic. Auf der Mondoberfläche führten er und sein Kommandant John Young Experimente durch, beispielsweise zu Strahlenschutz und Wärmefluss. Es war gigantisch. Das war eine der schönsten Wüsten, die ich jemals gesehen habe. Grau, sehr raue Topographie, hügelig, Krater, Felsen und Berge überall. Und wir konnten dieses Gebiet erforschen. Ich war so aufgeregt und einfach so glücklich, da zu sein. Wunderbar, dieses Gefühl. Ich bin auf dem Mond. Ich bin wirklich auf dem Mond. Nach drei Tagen mussten sie Abschied nehmen. Am 24. April 1972 verließ Charlie Duke den Mond. Im Dezember 1972 folgte nur noch eine weitere Apollo-Mission. Seitdem war niemand mehr auf dem Mond. Und auch damals haben die Astronauten nur kurz den Boden berührt, eine Flagge gehisst und waren wieder weg. Was aber wäre, wenn man auf dem Mond dauerhaft forschen und leben würde? Mit dem richtigen Budget kann man es in 10 Jahren schaffen. Für Apollo hatten wir nur 8 Jahre und 2 Monate. Am Institut für Solarforschung des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, arbeitet man an der Vision der Mondbesiedelung. Mit der Kraft der Sonne wird das mondähnliche Regolith zu einem festen Stein zerschmolzen. Der Grundstein für das Mondhabitat.
Auf der Erde mondähnliche Bedingungen herzustellen, ist eine der größten Herausforderungen, vor der Professor Matthias Sperl und sein Team stehen. Und so könnte es später einmal aussehen. Ein Gebäudekomplex in Igloo-Form. Im Inneren gibt es eine Luftschleuse und einen Technikbereich. Der Hauptraum wird mit Tageslicht versorgt. Wie auf der ISS ist die Sauerstoffversorgung durch chemisch basierte Luftaufbereitung gewährleistet. Vor der schädlichen Sonnenstrahlung soll das Mondhabitat durch eine stabile Außenschicht geschützt werden. So, unser Kuchen ist warm, aber ich bin gar nicht sicher, ob es uns gelungen ist, ne? Sag mal, kritischer Blick unter die Oberfläche hier. Naja, geht so, ne? Also ein Ziegel ist es nicht, Herr Sperl, ne? Nein, ist jetzt auch nur eine Demonstration, wie im Prinzip so ein Prozess funktioniert. Ein Problem, das wir hier auf der Erde haben, wenn wir mit Sonne etwas verbacken, sind die Vielzahl an atmosphärischen Fluktuationen. Sowas wie eine Wolke? Eine Wolke wäre eine ganz große Fluktuation, ja. Aber auch schon die normalen Fluktuationen in der Luftfeuchtigkeit machen die Sonne als Quelle für 3D-Druck sehr ungeeignet. Wir haben deswegen, wenn wir wirklich Ziegel produzieren wollen, wie wir sie denn in der Qualität auch auf dem Mond machen können, die künstliche Sonne, die wir hier nutzen. Und da nutzen wir sogenannte Xenonlampen. Also mir ist aufgefallen, Sie reden erstmal von 3D-Druck und nicht so, wie wir es genannt haben, Ziegelbacken. Hm? Und der Gedanke ist also zu sagen, so wie die Sonne hier auf der Erde ist, ist sie auf dem Mond gar nicht. Deswegen müssen wir es gar nicht mit der Sonne hier probieren. Die Sonne ist im Prinzip schon von der Einstrahlung dieselbe wie auf dem Mond. Nur haben wir auf dem Mond null Atmosphäre. Das heißt, die Änderungen der Sonneneinstrahlung durch die Atmosphäre, die müssen wir nicht modellieren, das brauchen wir gar nicht, das ist für uns eher schädlich. Okay. Deswegen nehmen Sie einfach Lampen? Deswegen nehmen wir einfach Xenonlampen, die sind von der Energie her genauso gut und sind aber sehr viel stabiler als das natürliche Sonnenlicht. Und wir können damit auch im Prinzip so lange Sonne produzieren, wie wir auf dem Mond haben, nämlich 14 Tage lang. Nicht wie hier, wenn wir die wirkliche Sonne benutzen, halt nur so lange die Sonne scheint. Und was wir da für ein Material bekommen, wie kann man das beschreiben? Das ist ziemlich leicht. Das ist im Prinzip ein gesinterter künstlicher Stein. Und der wurde produziert mit einem sogenannten Mond-Simulat-Material. Wir haben zu wenig Material von den Apollo-Missionen übrig, als dass wir damit Experimente machen würden. Das ist im Wesentlichen eine Mischung aus Vulkanaschen und zusätzlichen Gesteinsbestandteilen. Und damit wird modelliert, wie sich wirklicher Mondstaub verhält. Und der 3D-Druck funktioniert in dem Sinne so, dass Sie den Sonnenstrahl, den gebündelten, in diesem Weg hier über das Material führen und am Ende einfach ein S haben? Ja, also ist jetzt eher so gemacht, ja, okay. dass man wie bei dem Laser-3D-Druckverfahren auch einfach dahin fährt, wo Material verbacken werden soll. Und da, wo keins verbacken werden soll, fahren wir halt nicht hin und wischen den Pulverstaub dann später wieder weg. Das wäre so gut wie Beton, aber das bedeutet, dass man auch die ganze Struktur ein bisschen anders denken sollte. Wie würde dieser Mondhabitat aussehen? Das ist eins der Projekte, was wir mit vielen Partnern in Europa gemacht haben. Wir haben gleichzeitig hier gemessen, wie man aus Mondstaub feste Strukturen bilden kann, haben das unseren Kollegen Bauingenieuren und Architekten gegeben und die haben speziell für die Bedingungen auf dem Mond dann Häuser und Bausteine entwickelt und uns wiederum gesagt, könnt ihr denn so eine Struktur bauen, ist das stabil genug? Denn wir haben ein großes Problem, das wir auf der Erde haben, auf dem Mond nicht. Wir haben keine Atmosphäre, wir haben keinen Wind. Und vieles, was die Bauingenieure belastet, ist, wie verhält sich ein Gebäude, wenn Wind da ist. Dafür haben wir ganz andere Anforderungen. Eine Anforderung auf dem Mond, die wir auf der Erde nicht haben, ist der Strahlenschutz. Die Atmosphäre schützt uns viel vor kosmischer Strahlung. Hier auf der Erde? Hier auf der Erde. Ja. Und auf dem Mond ist das eine der größten Herausforderungen, denn man braucht, je nachdem, wie man das modelliert, mehrere Meter von Gestein oder auch von dem Mondstaub direkt, um sich als Mensch oder auch als Maschine vor der kosmischen Strahlung zu schützen. Können Sie sich denn sicher sein, dass es am Ende auch funktioniert? Mit dem Material kann ich von der Stärke von Gips bis zu Beton bauen und ich messe das. Und dann reduziert sich das schon sehr auf Strukturen, die dann auch vergleichsweise einfach sind. Das ist doch schon mal eine Aussage. Sind wir einen Schritt weiter, ne? Aber das reicht nicht. Wovon werden wir leben? Woher kommt die Nahrung zum Beispiel? Auch daran forscht die ESA und nicht auf dem Mond, sondern da, wo es am kältesten auf unserer Erde ist.
Antarktika. Der Kontinent am Südpol ist der extremste. Nirgends ist es so kalt. Um die minus 90 Grad Celsius wurden hier schon gemessen. Die Bedingungen im ewigen Eis kommen der Kargheit des Mondes am nächsten. Ganz in der Nähe der Neumayer Forschungsstation will deshalb ein Team des DLR aus Bremen in einem mobilen Gewächshaus Gemüse züchten. Hier ist der Probelauf für den Gemüseanbau auf dem Mond zwar noch abhängig von der Energieversorgung durch die Forschungsstation Neumayer 3. Aber die Wissenschaftler sind zuversichtlich, dass sich die Erfahrungen aus dem Projekt Eden ISS auf den Mond übertragen lassen. Der Name Eden ISS setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil, Eden, steht für den biblischen Garten Eden. Also quasi, wir wollen den ersten Garten auf einem anderen Planeten errichten. Und das ISS steht für die Internationale Raumstation. Und das ist unser nächstes Ziel, was wir erreichen wollen. Nachdem wir hier in der Antarktis die Technologien des Gewächshauses erprobt haben, wollen wir ein Gewächshaus auf der Internationalen Raumstation aufbauen. Wie das Antarktis-Gewächshaus im Einzelnen funktioniert, zeigt ein Blick ins Innenleben der Container. Im ersten befindet sich die Serviceabteilung. Hier werden alle technischen Systeme wie das Luft- und Wärmemanagement überwacht und gesteuert. Das zweite Abteil beheimatet Kräuter, Gemüse und Salate, die sich mit Hilfe der Belüftung selbst bestäuben. Die Technik, die sie dann wachsen lässt, heißt Aeroponik. Anstelle von schwer ins Weltall zu transportierender Muttererde werden die Wurzeln der Pflanzen mit einer Wassernährstofflösung angesprüht. LED-Lampen mit der richtigen Farbzusammensetzung dienen als Sonnenlicht. Gemeinsam mit komplexen Wasser- und Luftreinigungsanlagen entsteht so ein autarkes und nachhaltiges Gesamtsystem. 4 Tage nach Ankunft der Container ist alles installiert, um den Betrieb aufnehmen zu können. Daniel Schubert und Konrad Zeitler können mit dem Pflanzen beginnen. Ja. Vorsichtig, wie bei einer Operation, kümmern sich die Wissenschaftler um die sensiblen Gewächse. Da machen wir nämlich gerade, genau. Nach einem Wasserbad werden sie mit Hilfe von Steinwolle und einer Plastikhalterung in ihr neues Zuhause eingesetzt. Mal gucken, wie es unten runter aussieht. Bei uns hängen die Wurzeln der Pflanzen in der Luft und werden eben mit der Wassernährstofflösung angesprüht. Und so ähnlich ist es auch bei dem Licht. Der Pflanze ist es egal, ob das Licht von der Sonne kommt oder aus der LED-Lampe kommt. Solange die LED-Lampe die richtigen Farben und das richtige Spektrum an Licht bereitstellt, wächst die Pflanze einfach ganz normal weiter oder sogar noch besser. Okay, Konrad, ich glaube, wir können jetzt mal Licht anmachen. Okay. Kontrolliert werden Nährstoffzufuhr, Stromverbrauch, Licht und Wasser in der Zentrale des DLR in Bremen. Nach einem halben Jahr in der Antarktis ist Erntetag. Und Paul Zabel holt endlich das Ergebnis der wochenlangen Arbeit ein. Die erste Ernte sieht man hier so auf dem Tisch, ein Teil davon. Zum einen halt die schönen Salate, die wirklich richtig gut geworden sind. Von denen wir jede Menge haben jetzt für die nächsten Tage. Und natürlich auch ja, die Gurken, die auch richtig gut geworden sind, teilweise sehr groß schon sind. Und die werden jetzt abgewogen. Und dann gibt es sie wahrscheinlich heute Abend schon zum Abendessen. Mit dem Projekt Eden ISS ist immerhin schon eine Grundlage für eine Versorgung der nächsten Mondbesucher gelegt. Der Biologe Jens Hauslage könnte für die Ernährung der Pflanzen auf dem Mond sorgen. Adrian und Emily hoffen, bei ihm eine Lösung für das Problem der Düngung zu finden. Es soll vor allem das verwendet werden, was man auf dem Mond findet. Wir haben ein Problem. Außerhalb der Erde gibt es keine Nährstoffe für unsere Gurke oder Tomaten. Wie schaffen wir das, auf dem Mond oder auf dem Mars Gemüse zu züchten? Hier suchst du nach einer Lösung und man kann schon sagen, es riecht ziemlich streng. Wonach?
Ja, nach Ammoniak. Aha. Ah, ja. Das heißt, was wir hier machen letztlich, wir wandeln Abfallstoffe um, die wir mitnehmen können, auf dem Mond zum Beispiel oder auf dem Mars, um sie in eine Nährstofflösung wieder für Pflanzen umzuwandeln. Und das tragen wir in uns, Urin. Und man kann diesen Urin halt nutzen, um letztendlich Pflanzen damit zu düngen, aber man muss ihn vorher erstmal veredeln, man muss ihn umbauen. In unserem Urin ist Harnstoff drin. Harnstoff zerfällt sehr leicht in Ammoniak und CO2, das ist so dieser Toilettengeruch halt letztendlich, das machen Bakterien. Und dann hat man Ammoniak. Ammoniak ist giftig, gast aus als solches, kann aber nicht für die Pflanzen direkt genutzt werden. Das heißt, Sie sammeln den Urin der Menschen, die dann auf dem Mond am Mars leben. Und was genau passiert dann? Letztendlich müssen wir das, was auch auf der Erde passiert, der Bauer schüttet Gülle aufs Feld, es entsteht Nitrat im Boden, was die Pflanzen ernährt. Sowas müssen wir auch in so einem geschlossenen Lebensraum machen, wie zum Beispiel auf dem Mond oder auf dem Mars. Und das machen wir also hier im Labor. Wir versuchen, die Erde zu simulieren. Wir haben hier unten eine Kiste mit 30 Liter Volumen Inhalt, da ist eine Flüssigkeit drin, zum Beispiel jetzt Urin. Dieser Urin wird mit einer Pumpe hochgepumpt, oberhalb dieser Röhre, und rieselt dann durch Lavagestein. Ja, hier haben wir diese Lava. Ja, das ist letztendlich unser Boden, den wir halt einsetzen, unser Lebensraum. Was man auf dem Mond oder auf dem Mars hätte. Genau richtig. Das heißt, wir müssen ja den Bakterien, die diese Umwandlung machen, die normal so im Boden leben, denen müssen wir ja einen Lebensraum bilden, denen müssen wir ein Habitat bauen. Das heißt, wir gehen nicht hin und nehmen irgendwelche Bakterien und sagen, hier, baut das mal um, sondern wir machen ein schönes Nest für die Bakterien. Die Bakterien kommen von selber letztendlich. Oder wir beimpfen halt das Ganze und dann siedeln sich da die Mikroorganismen an, die wir haben möchten. Okay, also Ammoniak will man nicht haben. Man will so viel Nitrat wie möglich, weil das einfach ein guter Dünger ist. Jetzt habt ihr Lavagestein in der Hand. Ich habe Muscheln, weil hier auch noch eine Kiste Muscheln steht. Was sollen die? Die Muscheln dienen uns, die Leistungsfähigkeit der Röhre noch zu erhöhen. Das heißt, im Boden oder auch in unseren Röhren, wenn wir jetzt nur Lava benutzen würden, würde nur die Hälfte des Ammoniaks in Nitrat umgewandelt werden. Das sieht dann übrigens so aus, dass so ein Nitratsalz, was wir gewinnen können, also das ist die Flüssigkeit, die unten hier in diesen Containern ist, das wäre das Nitratsalz. Das kann man einfach so schütteln auf der Erde von dem, von den Pflanzen. Riecht nach nichts, also hier ist auch kein Ammoniak mehr drin. Mhm. So, und dafür brauchen jetzt die Muscheln, um das Ganze leistungsfähiger zu machen. Die Muscheln helfen uns, dass wir fast vollständig das Ammoniak in Nitrat umwandeln können, letztendlich, um halt die Leistungsfähigkeit der Filter zu verbessern. Ich finde das ja total spannend. Muss dir überlegen, wenn wir irgendwann mal eine Rakete zum Mars schicken, mit so Dingen, die man braucht, dann ist wahrscheinlich auch eine Kiste mit Lava und mit Muscheln dabei. Ja? Das ist Wahnsinn. Weil dieser Stein kann man nicht auf dem Mond oder auf dem Mars finden. Das versuchen wir gerade, weil es wäre natürlich schon eine unglaubliche Gewichtseinsparung. Nicht, dass wir also viel Lava mitnehmen müssten als solches, sondern dass wir halt das Gestein, was dort vorrätig ist, letztendlich nutzen können. Aber ihr braucht doch trotzdem noch irgendwelche Bakterien, die da drin sind. Richtig, aber die können wir zum Beispiel mitnehmen in einem kleinen Fläschchen mit getrockneter Gartenerde. Das ist so unser Geheimnis letztlich, das ich verraten habe. Nein, aber es ist... Ihr müsst euch vorstellen, in dieser Röhre, wir machen einen Lebensraum für die Bakterien, die genau das machen auf der Erde im Boden, diese Umwandlung. Bloß wir müssen diesen Bakterien einen Lebensraum bieten. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, ihr Bakterien A, B, C, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten, sondern wir machen einen Lebensraum, schmeißen einfach mal alle rein und die, die sich darin wohlfühlen, die genau das machen in der Erde, was wir brauchen, die Nitrifikation, diese Umwandlung, die siedeln sich dann in unseren Filtern an. Jetzt ist diese Nährstofffrage ja sehr existenziell, sag ich mal, für den Erfolg von so einer Mission, Mond oder Mars. Wie kontrolliert ihr, dass das System auch vernünftig funktioniert? Das können wir anhand der gelösten Ionen, sprich der Salze, die drin sind, kontrollieren. Das heißt, wenn wir mit Ammoniak reingehen, ist zum Beispiel die Nitratkonzentration sehr gering. Wir haben ein hohes Ammoniumlevel. Dann fängt der Filter an zu arbeiten. Das Ammoniak wird also immer weiter abgebaut und das Nitrat kommt nach oben. Das heißt, wenn wir halt eine hohe Nitratkonzentration messen, sehen wir, dass viel von dem Stickstoff wieder rezykliert worden ist, also in Richtung Nitrat gebracht worden ist und das dann wieder als Pflanzendüngemittellösung benutzt werden kann. Wie schnell geht das? Tage, also ein paar Tage. So eine Röhre zum Beispiel mit 6 Liter Lava kann den Urin eines Menschen ohne Probleme prozessieren. Kann man das messen auch? Ja. Das können wir auch messen, das sollt ihr auch gleich mal machen. Dann gebe ich euch die Messgeräte dafür und dann könnt ihr mal in den Kisten messen, wie hoch die Salzkonzentration ist. Ich habe mal hier eine Frage. Ne? Hier habe ich 30 Grad und 8. Genau, das ist eine Röhre, die wir gerade starten. Ja, das heißt, die wird gerade wieder hochgefahren. Das heißt, da ist gerade geerntet worden. Und dann siehst du, dass der Leitwert sehr gering ist, nämlich nur mit 8. Und die anderen Kisten sind bei 45. Dementsprechend ist die noch ganz jung und ganz frisch.
Also, wenn dann mal das Habitat gebaut ist, wenn die Energieversorgung steht und klar ist, was wir da so essen können, dann hat man ein geschlossenes System auf Mond oder Mars, das man im Prinzip einfach nur noch laufen lassen muss. Aber genau das ist das Problem, hat sich in Versuchen gezeigt. Testlauf für das Leben im Weltall. 26. September 1991. Medien und Publikum verfolgen gespannt den Start eines ambitionierten Experimentes in der Wüste von Arizona. 8 sogenannte Bionauten lassen sich auf unbestimmte Zeit hermetisch von der Außenwelt abschneiden. Ihr Leben wird sich von nun an in einem komplett geschlossenen System unter Glas abspielen. Biosphere 2 nennt sich das Konstrukt eines visionären Milliardärs. Er will wissen, ob autarkes Überleben in einer künstlich geschaffenen Ersatzwelt möglich ist. Wie die Erde beherbergt das 1,3 Hektar große Gewächshaus verschiedene Klimazonen und Biotope. Es gibt sogar einen künstlichen Ozean. Jahrelange Vorbereitungen gingen dem Experiment voraus. Wissenschaftler zerbrachen sich die Köpfe über alle denkbaren Eventualitäten. Die eingeschlossenen Bionauten werden die Manager der eigenen Atmosphäre sein, um ihr Überleben zu sichern. Unterstützt von Computern und Sensoren auf dem Stand der 90er Jahre. Ein eigener Bereich ist dem Anbau von Nutzpflanzen reserviert. Gegessen wird nur, was hier gedeiht. Auch das Futter für die Tiere wird selbst gezogen. Hühner, Schweine und Ziegen sorgen für Fleisch auf dem Teller. Nichts kommt von außen dazu. Das Brauchwasser wird geklärt und kommt wieder in Umlauf. Eine Windmaschine sorgt für die Luftzirkulation in der künstlichen Welt. Unter Tage verbirgt sich die komplizierte Technik, die das Ökosystem regulieren soll. In der Kommandozentrale laufen alle Daten zusammen, bis hin zur Nährstoffaufnahme der Bionauten. Der Testlauf für das Leben im Weltall erregt weltweit Aufmerksamkeit. Aber trotz aller Planungen, das Undenkbare hat die Regie übernommen. Das Experiment läuft aus dem Ruder. Nutzpflanzen und Nutztiere gehen ein. Der CO2-Gehalt der Atemluft steigt um das Zehnfache. Der Sauerstoffgehalt sinkt auf nur 14% des Normwertes. Den Bionauten droht der Hungertod und es geht ihnen die Luft aus. Nach 2 Jahren und 20 Minuten ist Schluss. Unter anderem haben Mikroorganismen den Kohlenstoff des Bodens abgebaut und dabei der Atemluft den Sauerstoff entzogen. Das künstliche Ökosystem ist kollabiert. Eine autarke Welt unter Glas. Auf der Erde hat das Experiment bis jetzt noch nicht funktioniert. Wie soll es dann auf dem Mond damit klappen? Unterm Strich kann man also sagen, waren die Biosphärenprojekte und Experimente nicht gerade erfolgreich bislang. Wie realistisch ist das denn, dass wir uns irgendwann wirklich mal autark ernähren können auf Mond oder Mars? Ich meine, Biosphere 2 hat uns schon viel gezeigt. Wir haben viel Erfahrungen gewonnen. Wir haben gesehen, wie aufwendig es ist, wenn 8 Leute ihr eigenes Essen produzieren müssen, dafür Stunden am Tag aufbringen. Wir sind, ich sage mal am Anfang, dass wir verstehen, wie so ein System aufgebaut werden muss mit dem Schließen der Kreisläufe. Man kann sowas aufbauen mit einem technisch hohen Aufwand, mit viel Geld natürlich auch, aber wir lernen gerade noch. Das heißt, ein komplett geschlossenes System mit der Eigenversorgung für Menschen, da sind wir noch einige Jahrzehnte von entfernt. Was fehlt noch, damit es wirklich gelingt? Noch eine ganze Menge. Also wir müssen uns anschauen, wie kann man Stoffkreisläufe schließen, welche Pflanzen brauchen wir auch in der Komposition, damit wir uns gut ernähren könnten. Wir müssen an Algenreaktoren forschen, um halt Fette auch produzieren zu können. Viele kleine Bausteine letztendlich noch, die noch fehlen, um dieses große Puzzle zusammenzusetzen. Wir stehen am Anfang. Aber eins steht schon fest, das Abbausystem würde auf jeden Fall funktionieren. Könnte es nicht für die Erde auch jetzt für uns sofort interessant sein? Ich meine, wir haben ja tatsächlich schon ein Nitratproblem.
Das ist richtig. Das heißt, wir haben zu viel Gülle, wir essen zu viel Fleisch, wir haben zu viel Tierhaltung. Unser Trinkwasser wird immer schlechter durch den hohen Eintrag von Nitrat und Gülle halt auf unsere Böden. Und diese Röhren könnten eine Lösung sein, um dieses Nitrat-Gülle-Problem zu lösen, damit das Trinkwasser wieder sauber wird letztlich und die Bauern nicht immer mehr Gülle auf die Felder verklappen müssen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön. Und ich freue mich tatsächlich, ehrlich gesagt, schon auf die erste Marsgurke. Ja. Bitteschön. Möchtest du mitfliegen? Nee. Ich auch nicht. Ja, ich bin gar nicht so bereit. Damit sagen wir Tschüss. Salut à la prochaine.